Ich kann wahnsinnig gut nichts tun. Aber wirklich gar nichts tun. Ich kann sehr, sehr gut im Bett liegen und auf die Decke starren und es irgendwie erfüllend finden. Was jeder meistens denkt, ich bin verrückt geworden. Aber ich gehe auch gerne spazieren mit meinem Hund, den ich gerade bei meinen Eltern habe. Wenn ich so viele Produktionen hintereinander gemacht habe, dann kümmere ich mich um meinen Mann und mache solche Dinge, wie jeder andere auch. Koche, mir schlechter ist recht, aber ja, gehe ins Kino, fahre Auto. Also, gehe einkaufen. Aber ich habe keine besonderen Hobbys, leider. Ein bisschen das Mädchen ohne Eigenschaften auch. Und ja, wenn man so viel macht, wenn man so spielt und so viel erlebt ja auch auf so einer Bühne. Keine Ahnung, wenn man so ein Shakespeare spielt, dann wird gekämpft, das wird geliebt, das wird betrogen. Dann passiert ja schon so viel. Ich glaube, die meisten sind dann so sehr genügsam in ihrem eigenen Leben, wenn dann nicht so viel passiert. Und so ist es bei mir auch. Ich bin eher gemütlich. Deshalb fühle ich mich wahrscheinlich in Basel auch so wohl. Ich bin so froh, dass ich Berlin so den Rücken gekehrt habe, jetzt gerade für eine Zeit, weil es hier so schön gemütlich ist und so ruhig. Und man kann herrlich mit dem Fahrrad fahren, ohne dass man aufpassen muss, dass man irgendwo von mehreren Trucks überfahren wird. Und es ist eine schöne, gemütliche kleine Stadt.